Guten Morgen. Ich bin einfach nur froh, dass Gott seine Anwesenheit nicht an irgendeinen bestimmten Ort gebunden hat, zum Beispiel an die Kirche. Ich freue mich, dass wir hier an diesem etwas ungewöhnlichen Ort in der Kneipe Gottesdienst, fröhlich Gottesdienst feiern können miteinander. Und zwar in der Verbundenheit weltweit mit vielen, vielen Menschen, die auch der Meinung sind, dass man durch den Horizont schauen kann. Das ist nämlich heute unser Thema. Und weil es um Gottes Anwesenheit geht, wollen wir einfach ganz kurz die Hände falten und zu ihm hindenken. Jesus, ich danke dir, du bist da, wo man dich haben will. Und wir freuen uns über jeden, der heute hier ist, zuhört. Du weißt, wie wir hergekommen sind. Begegne du uns allen und erfrische uns durch dein Wort. Ich danke dir. Amen. Durch den Horizont schauen. Ich wüsste ganz gerne, was Ihnen dabei für Bilder, Assoziationen oder einfach Empfindungen, vielleicht auch Widerspruch in den Sinn kommen. Mir fällt dazu eine kleine Anekdote aus dem Religionsunterricht ein. Der Religionslehrer fragt die Kinder: Wo wohnt denn eigentlich Gott? Die Hände gehen hoch. Eins ist überzeugt: Er wohnt im Himmel. Da meldet sich ein anderer Schüler und sagt: Ist doch nicht wahr, der wohnt auf der Erde. Ich kenne doch die Weihnachtsgeschichte. Und dann meldet sich ein dritter Schüler und sagt: Ich glaube, ich weiß es. Im Himmel wohnt er und auf der Erde hat er seine Praxis. Ich denke, dieses Kind hat mit seiner Antwort mitten ins Schwarze getroffen. Aber ich wollte dem noch ein bisschen nachspüren, diesem Thema, und gehe gerne in die Markthalle, in dem Kiez, in dem ich wohne, und wollte einfach mal so ein bisschen testen, was denken die Menschen bei diesem Thema, durch den Horizont schauen. Ging an einen Tisch, da saß ein älterer Herr, und ich frage ihn: Was fällt Ihnen ein zu diesem Satz, durch den Horizont schauen? Er guckt ein bisschen kritisch und sagt dann: Ja, das sind die Leute, die eben den gesellschaftskritischen Blick auf die Dinge haben. Daneben sitzt ein Ehepaar mit Kindern, die klinken sich ein, und die Frau sagt: Naja, ich denke, das sind Menschen, die eben aus dem täglichen Trott aussteigen, ja, und dann eben zu neuen Horizonten finden. Und dann kommt so ein Student, sein Fahrrad vor sich herschiebend, den Gang entlang, und den störe ich auch mit meiner Frage, und er sagt sofort: Naja, das sind die Esoteriker. Oder eben Menschen, die von Nahtoderfahrungen berichten. Ja, so Blicke ins Jenseits, Hellsichtigkeit oder solche Spinnereien. Und dann läuft eine junge Frau gerade dazu und sagt: Ach, ich denke da an Schillers Ode an die Freude. Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen.
beim Sinnieren über diese Antworten fällt mir ein Satz aus der Bibel ein. Aus dem Prediger im 3. Kapitel. Da steht: Gott hat dem Menschen die Sehnsucht nach Ewigkeit ins Herz gelegt. Sehnsucht nach Ewigkeit, kennen wir sowas? Hier schüttelt jemand den Kopf. Ja, meint das vielleicht, da kommt noch was nach diesem Leben? Durch den Horizont schauen. Eine wahre Geschichte mag das ein bisschen verdeutlichen. Ein Missionarsehepaar in Neuguinea, sie haben 4 Kinder, 3 gehen in Europa zur Schule, 1 ist bei ihnen geblieben, 1 Jahr alt, und dieses Kind ist gerade gestorben. Der Missionar ist dabei, den Sarg zu zimmern für dieses verstorbene Kind. Da läuft ein Einheimischer den Weg entlang und sagt: Du bist jetzt sehr traurig und du wirst uns jetzt sicher verlassen. Der Missionar sagt: Ja, ich bin sehr traurig. Ich empfinde einen großen Schmerz, aber ich werde euch nicht verlassen. Ja, aber was ist mit deinem Kind? Es ist gerade verstorben und deine 3 Kinder. Und dann gibt der Missionar die Antwort: Die weiß ich in der guten Hand meines Gottes geborgen. Und der Einheimische läuft weiter und schüttelt den Kopf und sagt: Was seid ihr Christen doch für komische Leute? Ihr könnt durch den Horizont schauen. Da haben wir's. Durch den Horizont schauen. Aber bleiben wir noch kurz hier bei unserem Leben. Jetzt wird's romantisch, wir gehen an den Strand, gucken zum Horizont. Wir können also bis zum Horizont schauen. Wie viele Kilometer mögen es sein bis zum Horizont? Ich habe gelesen bei Google 4,7 Kilometer. Oder wir kennen das Musical, das Udo Lindenberg so betitelt hat: Hinter dem Horizont. Aber durch den Horizont bedeutet das etwa Gespräch, Kommunikation, Kontakt mit diesem Gott? Bedeutet es vielleicht sogar sowas, was wir Beten nennen? Halten wir einfach eine Sekunde an und machen uns die größte Geschichte aller Zeiten bewusst. Nämlich der unbegreifliche, oft unbegreifliche und unverständliche Gott, der macht sich begreif und angreifbar, und zwar in Jesus. In Jesus Christus schlägt Gott ein neues Kapitel auf. Damit beginnt unsere Zeitrechnung, das müssen wir mal bedenken. Jesus, der bei Gott war, kommt also aus der Gottesliga in unsere Liga, schafft den Durchbruch, wenn Sie so wollen, Mauerfall. Wir können wieder so ganz einfach mit Gott in Kontakt kommen. Jesus sagt: Wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, schaut mich an.
jedes Kreuz, das Kreuz auf dem Fernsehturm in Berlin oder das Kreuz, das Menschen um den Hals tragen, es erzählt, Gottes Arme sind offen. Gottes Haustüre ist offen. Da steht nicht geschlossen. Heute keine Sprechstunde. Wir können kommen und wir können sogar unsere Sorgen bei ihm entsorgen. Wir können einfach ihm uns zeigen, so wie es uns geht. Jesus schafft den Durchbruch. Er räumt alles Trennende, den ganzen Müll weg. Ich kann wieder zu Gott zurückkommen. Eine andere Stelle, die mir sehr, sehr bedeutsam ist, Jesaja 53. Die Strafe lag auf Jesus, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch den Horizont schauen. Ich kann wieder in Kontakt kommen mit Gott. Und wenn jemand hier ist, der sagt, in meinem Lebensrucksack, da ist so viel Kränkung, Enttäuschung, Frustration, Schuld, einfach traumatisches Material. Gerade so bist du, bin ich, sind wir willkommen bei Gott. Darf ich einfach zwischendurch eine ganz persönliche Frage stellen? Haben Sie schon mal durch den Horizont geschaut? Haben Sie vielleicht sogar schon mal gebetet? Ich möchte Ihnen jetzt erzählen, wie ich selber so einen kleinen Durchbruch erlebte. Ich war, bevor ich in Berlin eingetaucht bin, 32 Jahre an der Stelle Deutschlands, wo am meisten die Sonne scheint. In Freiburg. Als Gemeindediakonin und Religionspädagogin. Und dann kam nach 14 Jahren sowas, was man Krise nennt. Kennen Sie sowas auch? Eine dicke, fette Krise. So ein kleines Erdbeben in meinem Leben, wo ich einfach anfing, alles mal zu hinterfragen. Ist das echt? Die Sache mit Gott, mit Jesus. Und dann durfte ich, es war eine Situation, in der mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und dann durfte ich von einem Leistungseinfordernden zu einem bedingungslos Liebenden Gott finden. Aber trotzdem ging mein Fokus weg aus dieser Stadt und die mich begleitenden Menschen waren der Meinung, ich sollte doch bleiben, denn Gott hat noch was vor. Und zwar dachten sie, ich könnte doch ein Ladenprojekt aufbauen mit dem Angebot Beratung und Vortragsarbeit und so weiter. Und man bedenke, die Freiburger mieten und da einen Laden aufbauen. Als ich gerade so meine 100 Ausreden abliefern wollte, da setzte sich in mir ein Bild durch, und zwar das Bild eines weit geöffneten Fensters mit der Botschaft: Inge, schau weg von deinen begrenzten Möglichkeiten, von deinem Tunnelblick. Schau auf meine Möglichkeiten. Und
okay, das wollte ich erleben, was dieser Gott sich da ausgedacht hat. Yes, we can, hat mal ein Politiker, ein amerikanischer Politiker gesagt. Und das wurde auch so etwa mein Motto. Und dann, ich kann einfach nur sagen, mit diesem Gott kann man abenteuerliche Dinge erleben. Kann man, wie singt Katja Epstein, Wunder gibt es immer wieder. Jawohl, es gibt den wundertuenden Gott. Ich durfte erleben, eine Gruppe Ingenieure aus der Ukraine kommt und wir kommen durch sie mit dem Land in Kontakt. Ich gehe dorthin, gehe morgens um 5 durch die Kellerlöcher, besuche Straßenkinder. Ich will das nur skizzenhaft erwähnen. Wir konnten mit diesem Gott 5 Häuser bauen, jeden Monat einen 70-Tonner schicken, Tschernobyl-geschädigte Kinder in den Schwarzwald holen, Holocaust-überlebende Menschen einladen. Gott ist nicht ein kleinlicher Gott. Wir sind diejenigen, die ihn einpacken wollen in unsere Schablonen. Gott ist ein großzügiger Gott. Ich habe Wunder über Wunder erlebt und wie gesagt, ich durfte selber einen Durchbruch erleben von einem leistungseinfordernden Gott zu einem bedingungsliebenden Vater im Himmel. Das wünsche ich Ihnen auch. Ein anderes Beispiel. Sie kennen vielleicht Dietrich Bonhoeffer, den Mann des Widerstands in der Zeit des Nationalsozialismus. Er sitzt im Gefängnis und, Entschuldigung, und dichtet den Text oder schreibt den Text von guten Mächten. Wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und als er an seinem letzten Tag das Wort mitkommen hörte, da wusste er, was das bedeutet, den Galgen. Und seine letzten Worte waren, das ist das Ende. Für mich der Beginn des neuen Lebens. Das neue Leben bei Gott wird in der Bibel so beschrieben, da wird unser Mund voll Lachen sein, von wegen Langeweile. Oder noch ein drittes Beispiel. Ich bin gerade sehr begeistert von einem Buch über einen Ex-Knacki. Auf das Konto dieses Menschen gehen Einbrüche, Überfälle, 2 Morde. Als Säugling wurde er ausgesetzt. Vom Vater bekam er nur Schläge. Und als er in der Arrestzelle sitzt, da liegt eine Bibel und er sieht, dass die einzelnen Blätter sich besonders gut eignen, um sich eine Kippe zu drehen. Und so raucht sich dieser Mann, qualmt sich dieser Mann durch das Alte Testament durch, bis er ins Neue Testament kommt. Und da trifft ihn ein Satz: Ich bin treu, ich bin für dich ein liebender Vater. Und er sagt: Gott, wenn du mich verändern kannst, dann sprechen wir uns in einem halben Jahr wieder. Und ich kann das jetzt nur andeuten, er erlebt eine radikale Veränderung. Der Mann, der nur Hass versprüht hat, er wird zum Segensbringer für viele Menschen, als er wieder entlassen wurde. Durch den Horizont schauen, beten,
Ich meine damit nicht, nur obgleich ich das nie abwerten möchte, das Tischgebet oder das Abendgebet, das wir vielleicht als Kinder gesprochen haben. Ich meine Beziehung, diesen Gott reinlassen ins Leben, diesem Gott Mitspracherecht zu geben. Er darf sich einmischen. Ich kann mit ihm durchs Leben gehen und mich mit meiner Lebensgeschichte versöhnen. Es gibt von Gott her immer und für alles Vergebung. Das ist nicht eine billige Sache. Die hat Jesus sein Leben gekostet, unsere Schuld. Aber der Durchbruch ist geschehen. Beten ist nicht ein etwas auswendig gelerntes Dahersagen, sondern ist Beziehungspflege. Jede Beziehung lebt vom Gespräch. Und ich bin der Überzeugung, Menschen, die Jesus Christus reinlassen in ihr Leben, die erleben wirklich, dass ihr Leben in geregelte Bahnen kommt. Und nicht nur das, sie erleben abenteuerliche Dinge, sie erleben Wunder und sie erleben, dass dieser Gott treu ist und dass er sich interessiert für das, was dich jetzt gerade bewegt, ob du Dauerchrist bist oder Atheist. Er liebt und er hat Interesse und manchmal beginnt diese Beziehung mit einem kurzen Gebet, eben diesem durch den Horizont schauen und ihm Platz geben. Ich wünsche Ihnen das und wünsche Ihnen einfach, dass Sie bei diesem durch den Horizont schauen, ich hoffe, Sie sind dem heute auf die Spur gekommen, dass Sie damit etwas Neues vielleicht in Ihrem Leben entdecken, nämlich diesen Gott, der sich in Jesus angreifbar gemacht hat. Amen.